nachdem mir hier schon die Metzel, die ehemalige Rechtsliege, gelassen habe, lassen wir jetzt nun auch die ehemalige Linde Rechtsliege, wo die Elfriede bis zu ihrem 85. Lebensjahr ausgeschenkt hat. Gegenüber war der Laden vom Hugo Eiert, den gibt's dann auch nimmer. Jetzt haben wir gleich auf der rechten Seite die ehemalige Sparkasse von Weiler, die inzwischen umgezogen ist auf die andere Pfinzseite. Rechter Hand wohnt der Sauhans. Schräg gegenüber hier das Haus vom Ritchie, wo man gern mal zum Dartspielen noch gelandet ist, im Keller. Hier weiter, Nachbar vom Ritchie, der Hugo. Dann geht's weiter, leichte Rechtskurve, linke Hand sieht man vom Heinzerwalder die Firma. Jetzt führt uns der Weg über die Pfinz im Prinzip. Da wohnen jetzt Leute, die ich nicht so gut kenne. Rechts hier jetzt dann sieht man schlecht, wohnt der Turbo. Da geht's dann auch rüber zur Brücke über die Pfinz nochmal. Dann geht der Weg weiter, ist natürlich auch schlechte Witterungsbedingungen. Man sieht aber schon keinen Mensch auf der Straße. Hier wohnen wieder relativ unbekannte Leute. Hier hat der Schmarow sich ein Haus gebaut. Der scheint ganz gut zu verdienen inzwischen. Ja, jetzt nähern wir uns auch schon bei dem Abzweig. Ah, da wohnt der Fess rechter Hand mit seiner Frau, die wiederum die Schwester vom Turm ist. Linker Hand sieht man schlecht, ist schon das Anwesen Dietz. Wir verlassen jetzt die Brunnenstraße gleich. Geradeaus würde man noch die Mehrzweckhalle von Weiler sehen. Linker Hand nun das Haus der Familie Faller. Weiter oben wird es dann auf die Hauptstraße gehen. Wir biegen aber hier links in der Wendehammer. Während man hier noch das Haus vom Rollo sieht, auch hier niemand da. Geradeaus das Haus vom Schlammi. Hier der Carport, der grenzwertig ist architektonisch, aber gerade im Winter relativ praktisch zum Parkieren.